Ja, Henning, guten Tag. Ich würde gerne meine Kreuzfahrt stornieren. Genau, die von Südafrika nach Mexiko. Glück gehabt. Ein Kreuzfahrtschiff ist gestern nur ganz knapp somalischen Piraten entkommen. Sicherheitsanimateure konnten die Angreifer in die Flucht singen. Und wahrscheinlich hatte der Kapitän auch so eine Box dabei, mit einem vierblättrigen Kleeblatt zum Selberzüchten. Gibt's gegen Aufpreis wohl auch mit Schornsteinfeger. Aber was für ein Albtraum für die Passagiere. Die hörten abends plötzlich Schüsse, wurden in die Kabinen geschickt und mussten dabei sogar ihren Platz am Buffet aufgeben. Einen ähnlichen Albtraum erlebte auch dieser König. Obwohl es anfangs noch so aussieht, als wäre er in Sicherheit und hätte nichts zu befürchten, wendet sich das Blatt doch recht schnell. Und danach nimmt die Handlung in diesem genialen Animationsfilm immer irrwitzigere Wendungen, bei denen man selbst als Zuschauer schnell den Überblick verliert. Und einen ganz realen Albtraum erlebten diese beiden Männer. Jedenfalls, wenn man ihnen glauben darf, dass sie plötzlich hoch oben in der Luft Motoraussetzer hatten. Und da weit und breit kein gelber Engel zu sehen war, entschlossen sie sich zu einer sehr sehenswerten und erfolgreichen Notlandung auf einem Highway in Florida. Ja, vielleicht muss man als Anhalter demnächst auch einfach mal nach oben winken. Aber für mich wäre das nichts. Ich lass lieber fliegen und guck mir das Ganze nachher gefahrlos im Browser an. Zum Beispiel bei Stefan Zirves. Der fotografiert die verschiedensten Ecken der Erde nämlich am liebsten aus der Luft und hat dabei einen Überblick, von dem Jürgen Klinsmann nur träumen kann. Bisschen bitter ist nur, anderen Leuten in der Leisure-Serie beim Faulenzen zuzusehen, auch wenn man die Faulpelze oft erst auf den zweiten Blick erkennt. Ja, wenn man die Erde aus der Vogelperspektive betrachtet, entdeckt man wirklich oft unglaubliche Bilder, die sich mit Worten gar nicht beschreiben lassen. Höchstens mit Buchstaben. Dank Red Dashwood, der sich die Mühe gemacht hat, auf den Satellitenbildern von Google Maps das gesamte Alphabet zu suchen. Und wer auch Spaß an sowas hat, probiert mal den Word Search Generator aus. Mit dem kann man sich nämlich aus Wörtern seiner Wahl ein Wortsuchbild generieren lassen, das man dann ganz altmodisch ausdrucken und mit einem Stift lösen kann. Ich fände es ja übrigens gut, wenn die Satellitenbilder bei Google Maps und Co. mal etwas aufgepeppt würden. Gerade ganz unten in der Straßenansicht. Am besten mal Gigi Bio fragen. Die bastelt nämlich aus einzelnen Fotos, die sie von bestimmten Orten gemacht hat, neue Bilder zusammen und erschafft sich so ihre ganz eigenen und äußerst sehenswerten Straßenansichten ihrer Umgebung. Ähnlich wie Mike Winkleman, der die Entwicklung amerikanischer Vorstädte in seiner toll gemachten Animation Subprime dokumentiert und dabei das Höher, Schöner, Größer der letzten Jahre im Schnelldurchlauf zeigt. Das uns allen bekannte Nicht-Happy End inklusive. Okay, das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Gott, meine Eltern haben gerade angerufen, ihr Kreuzfahrtschiff wurde überfallen. Die sind wohl schon im Casino, die Banditen.